right, you can't go wrong, neither riding nor breeding. Golden Rock, meine Damen und Herren, in einer super schönen cremefarbenen Palomino-Farbe aufgemacht. Hengstfohlen der Sonderklasse aus einem überragend erfolgreichen Pedigree, welches Sie in Deutsch und in Englisch auch im Katalog lesen können. Hier ein Strahlemann der obersten Sorte, und wenn Sie sich seine Mutter angucken, auch sie ist eine überragende Stute. Und Jürgen, dein Kommentar. Ja, auch dieses Fohlen sehr sympathisch, wenn er reinkommt bereits. Sehr vom Hengst geritten, wie man sagt. Hat schon sehr viel Kork, ein sehr schönes, geistvolles Auge drauf. Ist ja schon fast fertig modelliert. Ein Pferd, der in der Bewegung sehr viel Elastik aufweist und mit einer sehr schönen Mechanik sich hier darstellt. The pedigrees, my friends from overseas, you can read in the catalog in German and in English. Sein Vater Golden Dream war Prämienhengst, seiner Körung in Westfalen und siegte später trotz seines geringen Stockmaßes von 1,41, steht hier in der HLP wie auch im Westfalen-Championat 2005. Und siegte achtmal in Reitpferdeprüfung, davon dreimal gegen Großpferde. Also ein überragendes Pedigree für eine Hengstanwartschaft, wie gemacht. Besonders auffallend ist bei diesem Pferd, wenn er, der hat so gewaltig Antritt, also von hinten sofort setzt er sich in Bewegung und mit einem sehr aktiven Hinterbein ausgestattet, dadurch auch dieser Tragmoment, dieses Bergaufbewegungsmoment. A very good impulsion from behind, and every single movement goes uphill the way we want to have it. Number 11, Nummer 11, D'Artagnan vom FS Don't Worry aus der Staatsmannschaftsstute Chansonnette. Vom Colano Konstantin Condor. Hier in einer absoluten, überragenden, berg aufgehebelten Bewegungsmechanik. Ein Guck drauf, wie es im Buche steht. Nach dem Pedigree auch hier eine Hengstanwartschaft ausgesprochen. Der Zuchtverband Weser-Ems zeichnet hierfür verantwortlich. Ja, wenn er so reinkommt, ein kleiner Strahlemann mit einer besonderen Typausprägung. Der hat einfach was Besonderes, der Kess. Kann auch schon sagen, sehr sexy. Dieser kleine Hengst, der stellt sich ja schon da, so ein kleiner Hengst hier. Und er weiß, glaube ich, auch, dass er was Besonderes ist. Gucken Sie diese Halsung an, schon wie bei einem fertigen Hengst. Schönes Gesicht drauf, aufmerksam auf das Ohrenspiel. Sehr gut im korrekten Fundament dieses Fohlen. Und ich muss wirklich sagen, bin sehr beeindruckt auch von den Bewegungen, die sehr energisch sind, immer bergauf, wie Gerd auch schon sagte, schon sehr gut im Gleichgewicht dieses Fohlen, immer in Haltung, und glaube ich, dass er hier doch einige Begehrlichkeiten wecken wird. Ja, ein Nachkomme vom Hengst Don't Worry, der eigentlich keine weiteren Beschreibung bedarf. It's another offspring of the champion stallion Don't Worry, mit 35 Staatsfamilienstuten und 30 gekörten Söhnen, ist er natürlich ein Vererbungsidealist. Er hat Bundeschampions, Bundesstutenschau-Siegerin und für Sie, meine Damen und Herren, nur anzuerkennen, teure Auktionsponys wie zum Beispiel HB Dream Girl, die für 70.000 Euro über die MDR Elite-Auktion verkauft wurde. Natürlich sind wir realistisch und wissen, dass dieser, sehen Sie mal, mit welcher Bewegungsübersetzung der gerade dort für einige Momente in die Schwebephase kam. Auch hier wird eine große Zukunft ihm vorausgesagt. Beeindruckt von